Hallo, wir sind Sabrina und Andreas von Worlds and Rivers. 4 Wochen lang sind wir durch das schöne Costa Rica gereist. Was das Ganze an Kosten auf sich hat, das seht ihr jetzt in unserem Video. Viel Spaß! Kommen wir zur Anreise. Für einen Hin- und Rückflug von Deutschland aus müsst ihr mit Kosten von ca. 400 bis 600 Euro rechnen. Je nach Saison, in der Hauptsaison kann das Ganze auch etwas teurer sein. So bis 800 Euro. Wichtig ist, dass ihr bei der Einreise auch ein Rückflugticket bzw. ein Ausreiseticket vorweisen müsst. Das war bei uns nämlich wichtig. Wir sind nämlich nicht von Deutschland angereist, sondern von Panama. Das war auch kein Problem. Ihr könnt bei Diensten wie zum Beispiel bestonwardticket.com ein Rückflugticket erwerben, was 48 Stunden gültig ist. Ca. 12 Dollar kostet und das wird dann auch bei der Einreise angenommen. Das ist absolut kein Problem. Wichtig ist auch, dass ihr bei der Ausreise aus Costa Rica auch ca. 8 Dollar Ausreisegebühr bezahlen müsst. Das solltet ihr auch beachten. Kommen wir jetzt zum Reisen innerhalb des Landes. Wenn ihr durch Costa Rica reisen wollt, habt ihr generell die Möglichkeit, dass ihr entweder mit dem Bus oder mit dem Mietwagen fahren könnt. Je nachdem, ob ihr allein oder zu mehreren Leuten unterwegs seid, kann es sich definitiv lohnen, einen Mietwagen zu nehmen. Genau, so kostet zum Beispiel eine Busfahrt von 2 bis 3 Stunden auch gerne mal 10 Dollar pro Person. Und einen Mietwagen kriegt ihr zum Beispiel schon auch einen guten mit Allradantrieb schon für ca. 30 bis 40 Dollar pro Tag. Also das kann sich auf jeden Fall lohnen, schon bei 2 Personen einen Mietwagen zu nehmen anstatt des Busses. Ihr könnt das beides aber auch sehr gut kombinieren, das haben wir auf unserer Reise auch gemacht. Wenn ihr zum Beispiel wisst, dass ihr mehrere Tage an einem Ort sein wollt, wie zum Beispiel in Tortuguero oder in Bolita Rainforest Hostel, was wir euch gleich noch vorstellen wollen, dann kann es Sinn machen, da direkt ein Auto hinzunehmen und dann erst bei der Weiterfahrt einen Mietwagen sich zu nehmen, weil man weiß, dass man nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag woanders ist. Denn der Nachteil beim Bus ist, der bringt euch dann oft nur zu einem zentralen Busbahnhof und von dort müsst ihr dann oft auch ein Taxi nehmen, um zum Beispiel zum Nationalpark oder wo auch immer ihr hin wollt, dann hinzukommen. Und das kann dann natürlich auch wieder zusätzliche Kosten verursachen. Also solltet gut abwägen, aber eine Kombination von beiden ist absolut möglich. Wir haben auf unserer Reise im Schnitt für 2 Personen 32 Euro am Tag für die Reisen innerhalb des Landes bezahlt. Genau, das gilt dann eben für Bus, für Mietwagen, für Taxi, durchschnittlich über alle Tage. Nächster Punkt, Unterkünfte in Costa Rica. Wir haben während unserer Rundreise durch Costa Rica meistens in Hostels übernachtet. Die sind erstens ein bisschen günstiger und der zweite Vorteil ist, dass sie auch meistens der Gemeinschaftsküche bieten. Das ist dann sehr hilfreich, wenn ihr selber was kochen wollt, um die Preise niedrig zu haben. Hotels ist oft nicht der Fall. Wir konnten euch dann eben, wie wir es gemacht haben, im Supermarkt, von dem es auch einige gibt, auch einige große, mehr Lebensmittel kaufen, alles was ihr so braucht und euch dann abends einfach was Leckeres kochen. Bei der Auswahl unserer Hostels bzw. der Zimmer ist es so, dass wir dabei immer in einem Doppelzimmer, teilweise auch oder die meiste Zeit mit eigenem Badezimmer geschlafen haben. Die Hostels waren dabei total unterschiedlich, mal vielleicht am Strand oder wie unser liebstes Hostel in Costa Rica, mitten im Dschungel. Das war das Bolita Rainforest Hostel, das werden wir euch hier auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Genau. Im Schnitt lagen wir dann bei Kosten für 2 Personen von 26 Euro am Tag. Genau. Mal zum Bolita Rainforest Hostel, das werden wir euch dann auch hier oben verlinken und auch unten in der Beschreibung. Das ist wirklich das beste Hostel, wo wir je übernachtet haben. Das liegt mitten im Dschungel, abseits der Zivilisation, es gibt keine Straße dahin. Ihr habt freien Blick in den Regenwald, ihr könnt euch Mangos und Avocados direkt vom Baum pflücken. Ihr werdet morgens vom Brüllaffen aus dem Bett geholt, nur akustisch natürlich. Und es ist wirklich wunderschön da. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen. Nächster Punkt, Verpflegung in Costa Rica. Wir haben, wie wir gerade schon gesagt haben, darauf geachtet, dass wir in Hostels übernachten, wo es dann auch eine Gemeinschaftsküche gibt, sodass wir uns selber was zu essen kochen können. Es gibt auf jeden Fall genug Supermärkte, auch große Supermärkte, wo man sich dann wirklich mit allem Nötigen eindecken kann. Und wir haben dann einfach abends immer was gekocht. Wenn das nicht so eure Sache ist, dann gibt es sogenannte Sodas, wo ihr euch so für 3 bis 6 Euro auf jeden Fall eine gute Mahlzeit kaufen könnt, die auch lecker und gut ist, wenn ihr eben keine Lust habt zu kochen. Und wir sind dann auf einem Tagesdurchschnitt von
Wir sind auf einen Tagesdurchschnitt von 16 Euro für zwei Personen. Genau, für die komplette Verpflegung, die man sich am Tag so kauft. Kommen wir jetzt zu den Aktivitäten in Costa Rica. Die Aktivitäten in Costa Rica sind tatsächlich sehr vielfältig. Ihr könnt Nationalparks besuchen, ihr könnt Kajaktouren machen, ihr könnt schnorcheln, ihr könnt surfen. Ihr habt eine ganze Bandbreite an Dingen, die ihr dort unternehmen könnt. Genau, die Preise sind etwas höher, als man sich das vielleicht vorstellen könnte oder würde, weil die Preise eher so auf US-amerikanische Touristen eingestellt sind. So kosten Nationalparks ca. 10 bis 20 US-Dollar Eintritt pro Person. Und Aktivitäten, sowas wie Surfen, kostet dann so ca. 30 Dollar, die wir für einen 2-Stunden-Kurs pro Person bezahlt haben. Und wenn es darum geht, sich einen Guide zu holen, die man manchmal auch braucht, wie zum Beispiel im Corcovado Nationalpark, kann man dann gerne schon 50 bis 100 US-Dollar pro Tag dafür zahlen. Also ihr seht, das ist nicht ganz günstig. Andere Sachen, die man auch gut machen kann, sind zum Beispiel in der Region Monteverde, sowas wie Ziplining, auch sehr beliebt in Costa Rica. Da kostet, aber auch sehr teuer. Auch sehr teuer, genau. Das kostet dann schon so ca. 50 US-Dollar pro Person. Deswegen haben wir das zum Beispiel auch nicht gemacht. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall auf höhere Preise einstellen, die ihr bezahlen müsst. Und weil wir uns ja die teureren Aktivitäten gespart haben, sind wir auf einen Durchschnitt von 15 Dollar gekommen, beziehungsweise 15 Euro, die wir pro Tag bezahlt haben für zwei Personen. Genau. Kommen wir zum Thema Gesamtkosten, also den Strich runter. Was haben wir gezahlt durchschnittlich pro Tag für alles mögliche, Verpflegung, Aktivitäten, Hotels und Reisen innerhalb des Landes? Sabrina? 95 Euro genau. Für zwei Personen. Genau, das ist ein ganz gutes Budget. Wenn ihr nicht jetzt wirklich super low budget reist und euch auch ein paar Sachen leisten wollt, dann könnt ihr ungefähr mit diesem Betrag pro Tag rechnen. Und damit ist Costa Rica schon eines der etwas teureren Länder in Zentralamerika. Aber auf jeden Fall die Reise wert, wie ihr auch in unseren anderen Costa Rica-Videos sehen könnt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.